Shadows auf Position. Okay, alles bereit hier. Sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Un vaquero drinnen. Verdammt, wie hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe Soap. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich packt er es. Hermano. Alejandro, wie hast du... Keine Zeit. Hör zu, gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst stirbst du hier. Ihnen alles sagen? Sehr ehrlich, klar. Alles. Super. Mexikanische Spezialeinheiten, amerikanische Söldner, Cedo Company, Philip Graves, die ganze Wahrheit. Sogar deinen Namen? Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Hero? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu El Sin Nombre. Ah, ich möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Oh, hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Scher dich aus meinem Aufzug. Oh, shit. Oh, oh. Das ist mein Haus. Das ist es. Ey. Du triffst den Boss erst, wenn ich es sage. Halt unser Kladde, Kumpel ist weg. Dich fragt. Mhm. Und mach's important. Das machst du noch einmal, du Fotze, dann hau ich dich aber um. Ja. Kommt eine Wut in mir hoch, Alter. Halt dein Maul, Diego. Die schnupfen gerade, was? Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss sagt keine Drogen. Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Oh. Befolge die verdammten Regeln! Ich glaube, zählt dich wach. Zurück an die Arbeit. Aua, ich glaube, Diego meint's ernst. Ist im Krieg. Mhm. Du willst gewinnen? Dann gehorche. Also, überlebt die Organisation. Digga, hörst du mal auf, Mann? Sag mal! El Sin Nombre ist hier unten. Als Kind bisschen oft geschlagen worden, oder was? Nein. Sin Nombres persönliche Sicaria ist es. Valeria. Tret mich mal bitte rein, ich kann nicht mehr laufen. Danke. Setz dich. Ich hab irgendwie keine Lust, mich zu setzen. Oh! Jetzt schon. Einfach zu den anderen. Das wird Spaß machen. Ja. Willkommen bei Outlast. Mhm. Wir werden jetzt die Finger abschießen. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Soap? Sicher? Lässt ihn rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Ich glaube, die Mierda! Sie meint's noch ernsthaft. Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Ich glaube, die hat noch mehr zu melden als Diego. Niños! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Schön. Okay. Dann mal los. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Da hat's gerumpelt. Das waren wir. Ach, in ja, den stimmt. Bergen. So, mit dem. En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer griff uns an? Das waren die mexikanischen Armee. Mhm.
Das war die mexikanische Armee. Er lügt! Meine Truppen kämpfen gegen die Angreifer! Bist du dir sicher? Sollen wir nochmal? Das war die mexikanische Armee? Mhm. Ei, es war die mexikanische Armee. Dann wart ihr das? Niberga! Ich glaube dem Korporal. Scheiße! Gute Nacht! Ui, wer war's denn dann? War's das Kartell? Nee, oder? Ich glaube, es war die. Wir waren noch eine Spezialeinheit. Freund in den Bergen. So, wenn die. Ja, so gesehen, ja. Dann griff uns jemand an. Wer? Ich glaube, den Korporal. En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer griff uns an? 5. Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas Especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten? Und du nicht? Oh, shit. Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Das waren wir. Top. Shadow Company. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company. Dass Banqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Esas pinches Viboras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Er stirbt jetzt. Ja. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Na, ich war dabei! Sammy Bossio. Leute, wir haben gerade Spanisch gesprochen. Mhm, ich kann ja das, ja. Also, sonst hätte das jetzt nicht gesprochen. Ja. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Ein Beweis. Das hat er uns gegeben. Das hat er uns von seiner Jacke Stimmt, abgerissen. Ja, ja. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Graves. Sicher? Ja. Philip Graves. Phil Graves, Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves, was will er wohl? Es ist ein Nombre. Er will euren Boss. Es ist ein Nombre. Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt! Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeig dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit der Knöten, Valeria. Ach du Scheiße. Ui. Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Oh. Komm schon, Guerra. Alter. Das ist eine Plastiktüte über dem Kopf, den hat man erstickt. Mhm. Schön. Der hat nämlich noch gezappelt, wo wir reinkamen. Ja. Willst du hier eine Geisel sein, oder? Entschuldigung. Hochkommen und mit den anderen warten. Schön. Damit das klar ist, Sorry, Oliver! Ups. Scheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher. Wir kommen alle. Der hat auch richtig Kopfschmerzen, glaube ich. Mhm. Warum muss ich sprinten und er läuft normal und ich komme kaum hinterher? Wer war das denn jetzt? Ja. Wichser. Kriegst du wieder einen reinhauen, oder? Lass Bagheera so bald so schnell. Ich bin im Penthouse bei El Sinombre. Wann treffe ich El Sinombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich habe das Gefühl, El Sinombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Ah, okay. Finde ich cool.
Ja. Du wirst hier warten. Sub. Ist Alejandro? Der Fremde. Keine Störung. Sieht er nach Hause? Sicher. Nee. Nee. Komm klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Da nee. Ist er. Gib ihm eine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Ach nee, das Alejandro. Ist er doch. Du auch, Kumpel. Das ist er doch. Ersin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Oh Gott, haben die Eier da drin, ey. Geht's noch, Alter? Hier. Hier. So eine Maske. Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Ja, wie man jetzt alles die Ränder. Ja, müssen schwarz sind, ja. Los, sind drin. Wie sieht's aus? Ersin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Darauf zu bringt uns hin. Wir brauchen noch Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Ränder, zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Boah. Ich komme so oder so. Alter, krass. Wie das, hermano? Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung. Aber es ist wichtig für Diego. Pagamos para que hagas este tipo de servicios. Nombre und erledigen wir das. Oh, wie detailliert. Krasses Anwesen, Alter. Oha, geil. So, was muss ich jetzt tun? Aus der Offrende am zweiten Stock oder finde einen Weg aufs Dach. Was ist denn Offrende? Keine Ahnung. Ein Raum oder sowas? Ist das die Offrende? Warum sollte denn hier sein, die Schlüsselkarte im Bad? Keine Ahnung. Sollte wahrscheinlich irgendein Büro sein. Hola. Im zweiten Stock, in welchem Stock sind wir denn gerade? Im dritten Stock. Na dann mal ab in den zweiten. Oh je. Ach so, nee. Was ist mit dem ersten Stock? Wir sind im ersten Stock. Ah, okay. Ah ja, stimmt, sie ist ja gerade im dritten hochgefahren, deswegen war er im dritten. Benötigt eine Schlüsselkarte. Na gut. Ja, dann hat sich das erledigt. Ja. Danke für entweder oder. Und dann müssen wir einen Dachausweg finden, genau. Ja, aber wir sind doch oben. Ja, aber nicht ganz oben. Ja, soll ich jetzt noch da hoch, oder was? Au! Sag mal, hängt's? Sag mal, was ist los? Alter, habt ihr einen Arsch offen? Aua, aua, seid ihr bescheuert? Au! Schieß nicht einfach nieder. Da müssen wir hinter. Weil die wollten jetzt nicht, dass ich da hingehe. Ich hab doch das Messer dabei, oder? Ja, aber das wird doch nichts an denen vorbei. Warum nicht? Die sind zu zweit und haben Schusswaffen. Na, das ist egal. Ah. Zivile Opfer werden nicht toleriert. Ah ja, weil das so ist, so ein Zivilist. Mhm. Ja. Denn die mit einer Maske in der Villa rumlaufen, dann sind das die Mega-Zivilisten. Dann sind Zivilisten, ja. Was ist denn los? Die haben gerade halb geknutscht. Ja, folgt einfach mal. Voll die Zivilisten. Da hoch. Was ist mit Diegos Schlüsselkarte? Deine Entscheidung. Krasse Auto. Wo stehen hier Kisten rum, ey? Halleluja. Das wäre da. Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Das wäre. Hier gäbe es jetzt die Schlüsselkarte. Ich bin im zweiten Stock. Diego ist in der Offrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Wo ist die Offrenda? Verstanden. Hab ein Wurfmesser gefunden. Was ist denn eine Offrenda? Der Boden. Qué diablos es eso? Echaré un vistazo. Hab eine Waffe mit Schalldämpfer gefunden. Ihr könnt es nicht verbergen. Die Waffe.
Also, wie lege ich die ab? Mit 3. Ah ja, genau. Wo ist er hin? Kranker Boden, Alter. Vorsicht, jemand hat den Typen im Blick. Hä? Oh oh. Scheiße! Oh, ja, übertreib halt nochmal deine Lage, Digga. Was geht denn ab? Sie haben dich ausgemacht. Scheiße. Ich mach die jetzt auch aus. Ghost, wir sind kompromittiert. Okay. Der ging durch. Ui. Hey, ja, klar. Hab eine Waffe gefunden. Nimm doch die Knarre jetzt, verdammt. Guck mal, wie viel Muni die hat. So, Freunde, jetzt sollte mal kommen. Oh, sogar mit Visier. Was war das denn? Weiß ich nicht. Halt! Halt! 360 No-Scope. Ja, genau. Ja, genau, die Dusche ESK hält das aus. Krasses Glas, Alter. Was ist das für eine Dusche, Digga? Also, wenn du am Duschen bist, brauchst du keine Angst haben. Nee. Sniper oder was? Genau. Ja. Ah ja, ich will gerade schon sagen. Hä? Was ist das? Ist eine Vase runtergeflogen. Wo ist die Schlüsselkarte? Du, Alejandro, wir haben ein bisschen Probleme gerade, schi? Boah! Alter, krasser Kühlschrank. Auch schusssicher. Ja. Alter. Ui. Krass. Boah. Geil. Wild. Da links vielleicht irgendwo? Wow, Spezialeinheiten! Scheiße! Ja. Boah, hat sie den wegge... Uiuiui. Oh. Scheiße, Granate! Oh Gott! Oh. Alter, alles klar. Jo, hat sie den weggenibbelt. Lecco mio. Ach, krank. Ja! Warte, Planwechsel. Planwechsel? Alter. Das war Diego. War das Diego? Da stand gerade Diego in Rot. Okay. Pass auf, Schrotze, den hole ich mir. Da ist er. Hey, Diego. Alejandro. Diego ist tot. Komplett weggerotzt. Seine Schlüsselkarte, schnell. Alter. Wo ist das verdammte Ding? Hast du den Altar durchsucht? Das ist seine Knarre. Stück. Ja. Das war die Igel, Digga. Hab sie. Oh. In Lockwood. Geil. Na, abgesägte mit. Oh. Oh, Alter. Mit Griff. Wo ist die Schrotze? Da. So, zum Aufzug. Scheiße! Ah! Durch das Ding durch, alles klar, Alter. Scheiße! Ah! Krass, M4. Diese Spezialeintypen. Alter! Na jetzt, gute Nacht. Drück auf den Knopf.
Geil, drück auf den Knopf. Beim Aufzug. Was für Knopf? Beim Aufzug. Nee, ruf den Aufzug. Nur keine Eile. Komm, Herr Manu. Au. Komm. Eat, eat. Aber die 3 zu El Sin Nombre. Sin Nombre verdirbt diese Stadt seit Jahren. Le vendió su nombre al Diablo. Heute hoffe ich nicht zurück. Alter, lass das. Hasta la muerte. Sicherheitskontrolle voraus. Wie kommen wir da durch? Ich wüsste. Vertrau mir. Ja, so nicht. Also. Es el pedazo de mierda que buscábamos. Alter, er rotzt ihn komplett weg. Die Wand dahinter. Guck mal, die Kugeln gingen alle durch. In das Haus kommen. Kamera ist bereit. Finde mir den Namenlosen ein Gesicht. Der Spanien kam pünktlich an. Hefe, hey, wir müssen movernos. Unterbrich mich nicht bei der Arbeit. Wenn es ein scheiß Problem gibt, dann löse es. Ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und sie gerettet werden. Debemos irnos ahora. Feliz viaje. Sie ist das. Als ob sie das ist. Er hat sie gerade Sin Nombre genannt. Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, oha. Sie ist El Sin Nombre. Valeria? Bist du sicher, hermano? Ja. Krass. Wir müssen handeln. Graves, Sin Nombre gibt sich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Wir brauchen sie lebend. Ach du Scheiße. Lebend. Moin! Das war doch gar nicht jetzt die Nummer. Ja, aber sie ist gerade da hinten durchgelaufen. Das, ist das heißt, die Kugeln gingen voll durch und ich habe die voll umgerotzt. Ups. Hola, Senor. Moin, du Fotsche! Lass mir rein! Ey, ich muss das einfach kurz tun. Alter. Okay. Ergreifen. El Sin Nombre. Me amo Valeria. Geschickt versteckt. Versteckt? Ich bin überall Soldado. Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Hermano, ¿qué pasa? Valeria. Ich kenne sie. Er kennt sie? Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barcel Halle, du verlogenes Mist! Hey, hallo, Kommandante. Ja, ja! Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira este, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps? Selbe Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Barqueros. Wir waren die seriösen Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten, nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no?
Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Sieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Stimmt, Hassan, musst du dich laufen lassen. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, Semelarganya. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelware-Versteck benutzt. Ja, genau. Westlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Oh. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Ohne Rücksicht. Alles klar. Voraus. Okay, das ist unser Ziel. Shadows 1 und 2 zu den Einhackpunkten. Laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiff in Sichtweite. Verstanden, Angriff vorbereiten, bleibt auf Empfang. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr. Gott hilf uns allen. Reis ein alles. Könnte eine Falle sein. Kommando, wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. Aber das und vieles mehr sehen Sie erst in der nächsten Folge von Call of Duty Modern Warfare 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss. Tschüss.